Die Frage ist, ist Borussia Dortmund mit diesem aktuellen Kader eine Meistermannschaft? Die Mannschaft ist in der Vorrunde von der Euphorie getragen worden, hat tolle Spiele hingelegt, aber jetzt in den entscheidenden Spielen, denke ich, fehlt der Mannschaft was. Marcel, was fehlt konkret? Eine Erfahrung zum Beispiel. Diese Mannschaft wird besser werden, nur in dem Zustand, wie sie jetzt ist, mit Sancho. Also Sancho haben wir ja zu einem Fußballgott irgendwann erhoben. Das ist ja wunderbar, was der kann. Aber das ist doch noch kein Spieler, der eine Meistermannschaft tragen kann. Das Spiel hier in München war doch das beste Beispiel. Da hast du ihn gar nicht gesehen. Das ist aber kein Vorwurf, sondern eine völlig normale Geschichte. Ich glaube, sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben auch in der Außendarstellung, als sie die 6 Punkte Vorsprung hatten, waren sie mir zu defensiv. Ja, ach, gegen die Bayern haben wir eh keine Chance. Wir gucken von Spiel zu Spiel. Da hättest du sagen können, hör zu, so gut wie in diesem Jahr, so fröhlich, wir haben eine junge Mannschaft, lass es uns doch probieren, ist doch wurscht, was haben wir denn zu verlieren? Ja. Und als es dann der Vorsprung weg war, dann hieß es, so jetzt wollen wir aber auch Meister werden. Und ich glaube, dafür ist diese Mannschaft in ihrer, so wie sie sind, in der Altersstruktur, der Erfahrungsstruktur noch nicht weit gegangen. Ist es eine Frage des Alters noch? Also es waren sogar zwischenzeitlich mal 9 Punkte. Ne? Das 9 Punkte, ist, genau. Im November, glaube ich. Vergiss mal. Hat ein Zahlendreher drin. Nee, ist ja nicht schlimm, aber das macht es ja noch intensiver, das Ganze. Ne? Ja, natürlich ist, man kann es nicht auf eine Sache reduzieren, aber natürlich ist fehlende Erfahrung ein Faktor, der dich am Ende zum Titel treibt. Und durch die Einkäufe von Witzel und Delaney war genau das gegeben. Die haben eine super Hinrunde gespielt, aber in der Rückrunde sind gerade diese beiden Unsicherheitsfaktoren. Das heißt, diese Stabilität, die du hattest, die dir in der Vorsaison gefehlt hat, die bricht gerade wieder so ein bisschen weg. Aber was ich grundsätzlich nochmal sagen wollte, ich war gestern im Stadion und ich hätte es eigentlich nicht für möglich gehalten, dass dieses 4:4 nochmal steigerbar ist. Aber dieser Drama-Faktor, der ist einfach nochmal überboten worden. In der ganzen Komplexität, was da gestern stattgefunden hat, das war wirklich... Wenn wir das nicht hätten und Schalke wäre abgestiegen, künftig kein Derby mehr, also möchte ich mir nicht vorstellen, auch wenn man kein Fan der beiden Lager ist. Was man in dem Zusammenhang auf jeden Fall erst nochmal benennen muss, bevor wir jetzt auch kritisch natürlich mit dem BVB umgehen, ist, dass erstmal Dortmund eine fantastische Saison bis dahin spielt. Also wenn wir letzten Sommer uns gefragt hätten, wie wir diese Bundesliga-Saison verlaufen, welche Mannschaft ist fähig, den FC Bayern herauszufordern, da hätten wir, glaube ich, nicht in diesem Maße gesagt, das könnte Borussia Dortmund sein. Also erstmal, glaube ich, Dortmund spielt eine starke Saison, ist aber noch nicht so weit, um den FC Bayern herauszufordern. Und Marcel hat recht, da fehlt es noch an gewissen Punkten und das muss man entwickeln. Die sind einfach zu schnell einen Schritt nach vorne gekommen, sage ich mal. Und dann irgendwann hat man festgestellt, okay, wir sind Erste, wir haben eine Riesenchance, vielleicht Meister zu werden, aber das hat die gleichzeitig auch erschreckt, würde ich sagen. Weil irgendwann erklimmst du so eine Höhe und erschreckst dich vor dieser Fallhöhe, anstatt vielleicht nach oben zu schauen, um dieses Ziel zu erreichen. Und man hat gesehen in diesen entscheidenden Spielen, dass da einfach auch natürlich diese Annahme dieser Herausforderung fehlt. Diese Freude, diese Spaß, diese Lust, Meister zu werden, jawohl, es war eher noch ein Druck da und das sieht man auch an der Punktausbeute, glaube ich. Das Problem war, wann kommt der Moment, wo Sie das Gefühl haben, Sie haben was zu verlieren? Sie sind in die Saison reingegangen, konnten nur was gewinnen. Die Bayern haben auch alles liegen lassen, du konntest nur was gewinnen. Und irgendwann kippte das. Und von da an hattest du das Gefühl, ja, ui, das ist eine Nummer zu groß. Genau, und das waren jetzt, ja, genau diese entscheidenden Spiele. Ne? Achtelfinale gegen Bremen, Achtelfinale gegen Tottenham. Du hast nur 8 Spiele verloren in diesem Jahr. Und da waren nur 2, sage ich mal, Ausrutscher wie gegen Fortuna und gegen Augsburg. Wobei Augsburg natürlich für den Titel am Ende ja relevant wird. Aber ich meine, Jugend ist eine Sache, Unerfahrenheit, die wird kommen, ne? Da bin ich absolut dabei. Aber was natürlich, und das wird so ein Favre maximal ärgern wie alle Fans, dass du schon allein in der Rückrunde 8 Tore durch Standards gefangen hast. Gestern wieder 3. Ich meine, dass ein Sané köpfen kann, dass ein Hummels köpfen kann, das wissen die. Ja? Holen wir uns gleich sowieso nochmal. Okay, das ist sicherlich ein Faktor, glaube ich. Ja. Und Favre natürlich, der sich maximal vercoacht hat, meiner Meinung nach, beim Münchenspiel, auch wenn natürlich die Spieler absolut unter ihrer Leistungsmöglichkeit geblieben sind. Aber das sind so die Kernpunkte, glaube ich. Aber es ist natürlich nicht nur die mangelnde Reife, über die gerade gesprochen wird, es ist auch die Nervenstärke, die fehlt. Ja, in den Big Matches muss man sich mal vorstellen. Sie haben das Pokalspiel verloren, Big Match gegen Werder Bremen. Sie haben gegen Tottenham, haben wir eben im Einspieler gesehen, chancenlos, kein Tor gemacht. Dann fahren sie nach München, kriegen 5 Dinger reingehauen und dann gestern das Derby. Also die großen Spiele, das hat natürlich auch mit Nervenstärke, mit Reife zu tun. Und was mir natürlich jetzt in der heißen Phase der Saison so ein bisschen fehlt, ist die Siegermentalität. Wer lebt das davor? Du hast eben gesagt, Witzel und Delaney, die haben in der Vorrunde alles weggeflext vor der Abwehr. Deswegen ist es mir zu einfach zu sagen, es ist nur der Jugend geschuldet. Wann macht man denn diese Titelforderung auf? Wirklich? Wenn man 9 Punkte Vorsprung hat und ganz entspannt sagen kann, hör zu, obwohl man weiß, dass man in der Umbruchsaison ist. Das ist ja die, eben, ja, ja, aber Leute, es ist doch wurscht, lass es uns doch machen jetzt.
Wir haben 9 Punkte Vorsprung, die werden wir nie wieder haben. Gut, den Zeitpunkt musst du natürlich auch richtig erkennen, ne? Das ist ganz klar. Aber wie groß wäre der Aufschrei gewesen? Der Herr Watzke redet gerne auch immer wieder und dann die machen sich ja gerne die Welt so, wie sie ihnen gefällt. So, ja, aber Marcel, wie groß wäre der Aufschrei gewesen, wenn Borussia Dortmund an Weihnachten gesagt hätte, okay, meine Herren, wir wollen jetzt deutscher Meister werden. Oh, 9 Punkte Vorsprung, ab dafür. Weiß ich nicht. Hätten die Leute gesagt, das ist Überheblichkeit. Hättest du es Borussia Dortmund gemacht? Aber ich denke... Wann hättest du es gemacht? Ja, vielleicht ein bisschen früher. Ich hätte schon irgendwann geäußert, okay, meine Herren, jetzt denke ich, ihr seht die Tabelle, wir können ja alle lesen, wir sind vorne dran. Hm? Es geht nur um Bayern München oder uns. Jungs, hört mal zu, wir können Meister werden. Aber es ist ja unabhängig von der Öffentlichkeit. Du musst ja schauen, was hast du für ein Spielermaterial, wie ticken die Jungs, und da musst du ja als Trainer schauen, was ist in dieser Mannschaft los? Kann ich das jetzt schon postulieren, formulieren oder warte ich da noch einen Moment? Und man muss ja auch den Trainer mal mit einbeziehen. Ja? Michael Zorc hat jetzt in einem Interview gesagt, er wird nie der Motivationstrainer werden. So, genau. Lucien Favre hat einen super Zugang zu der Mannschaft, auf einer ganz anderen Ebene. Und es ist die Frage, wenn da ein Trainer gewesen wäre, der mehr aus der Motivation herauskommt und der sagt, wir machen jetzt mal eine positive Zielformulierung, wir gehen jetzt voll aufs Ganze, dann wäre die Frage, wo wäre das hingegangen? Aber Lucien Favre hat nun mal andere Qualitäten, er hat die dahin geführt, wo sie sind, und es ist total respektabel, aber da hat vielleicht das Quäntchen Motivationsförderung gefehlt. Da bin ich zu 100% dabei, auch auf was wir aus der Kabine hören, einige Spieler, und es gibt nicht viele, die sich hinstellen und mal was sagen, Bürki ist so jemand, Reus eher weniger, obwohl er der Kapitän ist, die sagen halt, das ist da still wie in der Kirche ganz oft, und einmal so ein Klopp-Moment, ja, an der richtigen Stelle oder ein Daum-Moment früher, der kann da mit Sicherheit was bewegen. Und wenn Favre, es heißt in der Krise, im Erfolgsfall, er ändert seine Ansprache nicht, er ist immer gleich, sagen die Spieler. Und ich glaube, das ist auch ein Problem am Ende in so einer Phase. Ich glaube, dass die Verantwortlichen ganz einfach das auch ganz nüchtern sehen, dass die Mannschaft diese Unerfahrenheit noch hat. Natürlich sind wir geblendet. Die Dortmunder gewinnen 3-2 in der Vorrunde gegen die Bayern in einer Art und Weise. Das war ja auch sensationell. Die haben ja alles weggefiedelt. Die Euphorie war da. Aber ich glaube schon, dass man das in Dortmund ganz nüchtern gesehen hat, gesagt, wenn die Mannschaft mal eine Krise hat, wie kommt diese neu zusammengestellte Mannschaft aus so einer Krise dann auch wieder raus? Und jetzt sieht man, dass sie vielleicht auch Recht behalten haben, da die Ziele nicht so hoch zu setzen.